200 Mal gewählt. Bitte was? Man kommt nicht rein. 3.100 Euro. Haben Sie gewonnen? Telefonkosten. Wenn ich bei 9 Live anrufe, wenn während eines Hot-Button-Spiels, wovon hängt es dann ab, ob der Hot-Button zuschlägt? Vom Redakteur selber. Der Redakteur selber entscheidet, wann der Hot-Button zuschlägt. Wenn der Redakteur der Meinung ist, aufgrund der gegebenen Umstände, das passt jetzt, das ist okay jetzt, jetzt kann ich einen reinlassen, dann entscheidet der Redakteur und lässt einen Anrufer durchstellen. Wenn man als Anfängerredakteur da oben sitzt und man möchte spontan, weil gerade so viele Leute anrufen, jemanden vom Callcenter durchstellen lassen, dann steht immer ein erfahrener Redakteur hinter einem und sagt, bist du blöd, mach das nicht, lass die kommen. Solange wie das steigt, jeden mitnehmen. Das heißt, alle, die gerade anrufen, betrügt man um ihr Glück. Und erst, wenn sie das Interesse verlieren, schaltet man einen rein. Fingierte Anrufe wurden schon mal eingesetzt, wenn so gar keiner angerufen hat und man wirklich ein paar Minuten mit einem leeren Peak da saß. Dann wurde der Hot Button einfach per Sound eingespielt. Und der Moderator, der hat dann gesagt, ups, da hat wohl wieder jemand aufgelegt. In Wirklichkeit hat aber niemand angerufen. Und das haben Sie auch gemacht? Ja, das habe ich auch gemacht.